Einen grauen und einen blauen. Haben wir schon mal. Gut. Das heißt, es geht weiter. Nach unten erstmal. Und da unten sehen wir schon wieder Basilisken. So, als nächstes müssen wir hier runter. Das Gebiet kenne ich noch einigermaßen. Aber wir müssen auf jeden Fall da nochmal hochgehen, weil wir haben mindestens zwei Steinchen übersehen. Gut, hier runter auf den Ast und einen roten einsacken. Einen roten. Ja, und die Basilisken da unten, die können uns mal. Wir haben die Paladin-Rüstung an. Wir sind so fluchfest. So, hier müssten sich zwei Basilisken rumtreiben. Genau. Genau, guckt euch mal unsere Fluchleiste jetzt an. Gucken wir mal kurz den Wert. Fluchresistenz 216, höher als unsere Blutungsresistenz. Und das alles dank der Paladin-Rüstung. So. Gut, die Leiter wieder hoch war da drüben. Übrigens gibt es hier auch zwei Seelen zum Holen, aber die sind direkt auf dem direkten Weg nach unten. Wobei wir eine verpasst haben, die wir aber jetzt gleich holen werden, auf dem Weg nach oben zurück. Dumm-di-dai-di-dai. Ja, und die Basilisken töten sich selber, indem sie einfach in den Tod plumpsen. Schöbidüb-bidüb. Und ja, das hier ist wirklich die große Hülle, könnte man sagen, weil das ist ein riesiger, fast hohler Baum mit einem Baum drin. Ja. Okay, da drüben haben wir schon mal einen Gegenstand, den wir übersehen haben. Und weiter oben müsste noch der zweite liegen. So, jetzt wollen wir aber erst einmal hier höher. Ja, das hier ist die gemeine Stelle. Hier muss man nämlich hochrollen, sonst kommt man gar nicht mehr hoch. So. Hier die Abbiegespur nehmen. Kommen wir noch höher. Bin ich noch richtig oder bin ich irgendwo wieder falsch abgebogen? Nein, das müsste alles noch richtig sein. Genau, hier auf den Save Point. Es gibt hier auch übrigens noch versteckt irgendwo einen ganzen Hort von solchen Kristallechsen, Crystal Lizards. Aber da ich die ja aus Prinzipien nicht töte, habe ich mich nie wirklich um den Ort geschert. Der ist übrigens auch nur durch Runterspringen gut zu erreichen. So, stirb. Ja, da drüben haben wir noch einen übersehen. Also zwei Stück haben wir hier übersehen und ich glaube, die restlichen kommen dann weiter unten. Ja, wenn wir die zwei haben, fehlen uns nur noch drei. Und ich glaube, da drüben wäre die Plattform irgendwo mit den Kristallechsen. Aber wie gesagt, ich will den Kristallechsen nichts tun. Deswegen lasse ich sie, wo sie sind. Für diejenigen, die unbedingt so Funkeltitanit farmen wollen, ist das einzig Tolle an den Echsen. Muscheln töten finde ich besser. Ja, das habe ich wirklich gesagt. Die können es ja hier machen. So. Nächster Schritt wäre hier runter, um an das da zu kommen. Beziehungsweise einfach da runter springen. So, Sturzkontrolle einschalten. So. Nicht rückwärts runterfallen, sondern einfach hier runterhüpfen. So, dann kommen wir nämlich, wenn wir vorsichtig hier lang gehen, zu diesem Loot hier. Das ist noch ein roter Brocken. Okay, die roten haben wir schon mal. Beide. Das heißt, es geht weiter runter. So, wir müssen nämlich von hier darüber hüpfen.
So, vorsichtig sein dabei. Wir müssen jetzt gucken, wie wir an das letzte Funkelnde kommen. Schon mal nicht von hier aus. Ah ja, da kommen wir wieder zurück zu den Basilisken. Ah ja, lassen wir uns einfach mal da runterfallen. Das bisschen an Schaden können wir wegstecken. Oh, rein ist trotzdem mit Mutidium. Also. Jetzt muss ich mich erstmal kurz orientieren. Da unten. Also gehen wir jetzt erst einmal weiter runter. Das ist schon der richtige Weg, oder? Nein, das ist die falsche Abbiegespur. Das da drüben ist die richtige. Oh, bis jetzt noch nicht gestorben. Das ist schon mal sehr gut. Also hier in der großen Leere stirbt man öfter mal ganz gerne. Deswegen einfach vorsichtig sein. Also man kann öfter mal einen Sprung verkalkulieren. Ich glaube, wir müssen dort drüben. Da müssen wir da irgendwie. Oder müssen wir auf den da und von da aus dann irgendwo anders drunter? Ich überlege gerade. Von da nach da wäre zu hoch. Ich glaube, wir müssen wirklich auf den da runter. Dann auf den da runter. Nein. Sturzkontrolle bitte anschalten. Oder können wir direkt auf den da hopsen? Ja doch, wir können direkt auf den da hopsen. Immer gucken, wo unser Schatten ist. Der hilft uns nämlich ein bisschen, auch wenn es komisch ist, dass wir den durch die Äste sehen. So, genau. Weißer Brocken, unser erster Weißer. Gut. Fehlen nur noch drei Stück. Von hier aus können wir nämlich jetzt wieder hier runter. Und von hier aus können wir nicht hier runter, sondern hier runter. Hier hoch. Sturzkontrolle wieder anschalten. So, hier runter. Und von hier aus können wir dann ganz runter, weil hier waren wir ja schon mal. So und so. Gut, jetzt wollen wir weiter runter. Und zwar gibt es hier irgendwo, wenn man durchguckt, genau hier. Das erreichen wir, glaube ich, auch am besten von hier. Den zweiten blauen Brocken. Gut. Und noch mehr Basilisken. So. Ich weiß, hier ist noch irgendwo einer, oder? Kommt, Basilisken. Nö, sehen alle tot aus. Gut. So. Jetzt können wir uns hier eine Seele holen. Und bevor ich jetzt die letzten beiden Brocken hole, räume ich erst einmal unten hin. Ja, hier liegen überall tote Basilisken. Die haben sich wirklich alle in den Tod gestürzt. Also dort drüben ist schon mal ein Brocken. Hier weiter unten, genau da ist das zweite. Aber bevor wir die beiden holen, will ich erst einmal von unten rauf. Herauf aufräumen, weil ab jetzt kommen wir nicht mehr zu Basilisken, sondern wie man sich schon vorstellen kann, wenn man die ganzen Pilze sieht. Genau, zu Pilzen. Und zwar nicht nur zu den kleinen, die komische Geräusche machen und die in diesem Gebiet auch noch aggressiv sind. So.
so, sondern da unten sind auch wieder so Bud Spencer-Versionen davon. Und die möchte ich gerne erst einmal loswerden. Das sind nämlich 3 Stück und im Gegensatz zu ihren Vettern im Wald sind die verdammt aggressiv. Au. Wow, ich hänge fest. Wow, und er gibt mir einen Gong. Oh, ich sollte mich etwas zurückziehen, sonst falle ich dann nämlich runter. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Wow. Und da kommt noch ein kleiner hinter ihm. Wow. Au. So, weiter zurückziehen, trinken. So, weg mit dir. Wow. Und weg mit dir. So, den ersten großen haben wir auch schon mal weg. Seht ihr, wie penetrant die kleinen Vieh hier sind? Geben wir uns einfach eine Kopfnuss. Und da haben wir schon Big Daddy Nummer 2. Wow. Nein, nein, die sollte ich lieber mit dem Angriff angreifen. Mit dem habe ich nämlich bessere Reichweite. Wie ich immer wieder vergesse. Ich mache zwar nicht ganz so viel Schaden. Aber ich habe trotzdem mit dem schweren, einhändigen Angriff eine höhere Reichweite. Als mit dem... Boah, das war knapp. Zum Glück ist er zurückgeschreckt. So. Wow. Das war jedoch nicht so toll. Wow, jetzt hätte er mich fast getötet. So. So. Weg mit dem zweiten. Und jetzt ist noch hier unten, soweit ich weiß, ein dritter. Genau. Mit dem lege ich mich allerdings jetzt nicht auf den Pilzen an, sondern hier unten. So. Au. Ja. Genau, ich trinke einfach direkt vor seiner Nase was. Ja, langsam habe ich es verdient zu sterben. So tollpatschig, wie ich mich jetzt gerade anstelle bei dem da. So, aber er stirbt. So, und damit dürften wir unten geklärt haben. Da ist der Weg weiter. Der kommt als nächstes dann. Aber jetzt erst einmal wieder hoch. Wir wollen nämlich noch die beiden Brocken haben, die uns fehlen. So, wir haben noch 3-mal Sturzkontrolle. Das müsste reichen. Gut. Natürlich, wenn wir jetzt dabei sterben, dann müssen wir das alles nochmal machen. Wir benutzen erstmal die Sturzkontrolle hier. Weil von hier aus geht es auf den Pilz. Und von dem Pilz geht es auf den Pilz. Und dort haben wir den zweiten grauen Brocken. Gut. Wow, das hätte mich jetzt fast getötet. Herzrasen. Ja, diese Gegend macht mir echt Herzrasen. Aber ich will nur wieder nach oben erst einmal. Genau, hier hoch. Den ganzen Weg. Und dabei gleichzeitig Ausschau halten, wo der letzte, und zwar der letzte weiße Brocken liegt. Auch wenn wir den nicht mehr wirklich brauchen sollten, ist trotzdem schön, ihn zu haben. Der ist da drüben. Also da, wo dieses Baumgeflecht hier so einen komischen Abknick macht. Ah, vorsichtig. Jupp.
Also von hier aus, genau, müssen wir hier gerade links dran vorbei, ohne irgendwo runterzufallen. Wir müssten ihn von hier in dem Bereich aus sehen können dann. Von hier zum Beispiel müssten wir ihn theoretisch sehen können oder fast sehen können. Oder ich bin schon wieder wo ganz falsch. Ich glaube, ich bin wieder wo ganz falsch. Ich glaube, da unter uns müsste er sein. Irgendwo. Genau da. Aber wie kommen wir da am besten nochmal hin? Das muss ich jetzt gucken. Einfach hier runter ist, glaube ich, keine so gute Idee. Nein. Da unten ist es nämlich. Und da müssen wir irgendwie runterkommen. Oder irgendwo abzurutschen. Also unter... Da. Scheiße, was mache ich jetzt? Ich hänge fest.